Die Tat hat die Richtung meines Lebens bestimmt, aber sie war nicht lebensbestimmend, sagt Natascha Kampusch. 25 Jahre nachdem sie auf dem Schulweg entführt und 8,5 Jahre in einem Verlies bei Wien gefangen gehalten wurde. Stärke zeigen heißt ihr neues Buch, darin will sie Hinweise für ein gelingendes Leben geben. Das Buch soll aber kein Ratgeber sein, sondern ein sanftes Hinweisen darauf, sich selbst kennenzulernen und seine Stärken zu entdecken. Dass ihr zwar manche Lebenserfahrung fehlt, räumt das einzige Entführungsopfer ein. Aber die Gefangenschaft hat sie nicht gehindert, Reife und Wissen zu entwickeln. Sie habe ihren Energiespeicher wieder gefüllt. Sie sei viel in der Natur und verbringt Zeit mit ihrem Pferd. Sie wolle endlich mehr mit Menschen arbeiten und vielleicht ein Praktikum im sozialen Bereich machen. Auch mehr Sport will die positive und hoffnungsvolle Frau betreiben.